habe schon wieder so Bauchschmerzen nach dem Essen. Dabei habe ich heute extra mit dem Fett aufgepasst. Jetzt mache ich mir langsam wirklich Sorgen. Was? Gestern in der Nacht habe ich schon Durchfall gehabt und Bauchschmerzen. Und dann habe ich mir gedacht, passe ich heute beim Kochen mit den Zutaten auf. Aber es wird eigentlich nur schlimmer. Du hast doch diese Milchzuckerunverträglichkeit. Hast du etwas falsch gemacht? Nein, ich habe meine Laktasetabletten ganz normal genommen und da weiß ich ja beim Kochen schon, was ich verwenden darf und was ich nicht verwenden darf. Wobei, die Blähungen würden da eigentlich dazu passen. Und ich war vorgestern mit den Kollegen auswärts essen und einer von denen ist dann auch krank geworden. Es wird ja wohl nichts mit dem Sushi gewesen sein, oder? Ich habe mir nur gedacht, du bist derzeit sehr unter Druck und du musst die Pflege deiner Mutter organisieren. Eins von den Kindern ist krank, das ist nicht wenig. Du hast ja auch einmal ein Magengeschwür gehabt. Bitte reg dich nicht auf und rauch auch nicht mehr als sonst. Wenn du unter Druck bist, dann rauchst du immer so viel. Was wird schlimmer? Fast es drückt so und es krampft. Mir wird schlecht. Die Klavi muss mir übergeben. Jetzt war ich schon zum dritten Mal am Klo, um ihn zu übergeben. Dabei kommt eh nichts mehr außer Schleim. Und meine rechte Schulter tut mir auch weh. Das zirkt richtig da oben. Ich hab richtig Rückenweh. Hast du Durchfall auch? Nein, Gott sei Dank nicht. Das war wirklich unangenehm. Das war so ein richtig fettiger Stuhl, den ich kaum runterschwemmen hab können. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Fieber. Beschreib mir mal deine Schmerzen. Das ist so ein Druck und zwischendurch tut es so richtig weh, als wenn ich einen Krampf hätte. Und manchmal spüre ich gar nichts, gar keine Schmerzen. Lass mich mal in deine Augen schauen, ob sie gelb sind. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen. Ich habe jetzt Angst, weil dein Vater der Bauchspeicheldrüsenentzündung gestorben ist und Gallensteine haben bei euch ja auch schon alle gehabt. Hast du Fieber gemessen? Ja, aber ich habe nur ganz ein bisschen. Ach, mir kommt richtig der Schweiß aus, auch wenn der Druck stärker wird. Jetzt tut es in der Mitte schon weh. Ich habe vorher ein bisschen was gegessen, weil ich gedacht habe, es wird nachher besser. In nur ein Stück Knäckebrot. Aber es hat das Ganze eigentlich nur schlimmer gemacht. Guten Morgen, wie geht's dir? Einmal habe ich noch aufstehen müssen, weil ich habe so ein Herzklopfen gekriegt und dann habe ich einen Druck gehabt im Bauch und in der Brust. Und dann habe ich mich übergeben müssen. Aber nachher ist es besser geworden. Dann sind die Schmerzen weniger geworden wieder. Und glaubst du, dass es von den Nerven auch kommen kann? Du hast zu viel Arbeit in letzter Zeit und abgenommen hast auch ein bisschen. Also du isst relativ unregelmäßig. Du, wir sollten es jetzt wirklich angehen. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber weißt, jetzt bin ich einmal froh, dass die Schmerzen besser sind. Das war richtig unangenehm. Der Schmerz hat so richtig runtergezogen, in die Flanken eine und dann bis in die Mitten. Und beim Husten spüre ich es noch immer ein bisschen unter dem Rippenbogen. Aber hey, dass ich abgenommen habe, das war kein Zufall. Das war Absicht. Aber es kann ja auch keine Lösung sein, dass ich in meinem Alter jetzt schon Cholesterinsenker und Blutdrucktabletten nehmen muss, oder?
Ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich Magenweh habe, wenn ich die Tabletten genommen habe. Aber das jetzt auch noch...